So Leute, ich bin schon wieder und zwar stelle ich euch heute wieder vier weitere klassische Übungen aus dem Krafttraining vor. Aber ich werde alles mit diesem Volt Gear Resistance Band machen. Ich habe euch ja schon ein paar Übungen und Videos dazu vorgestellt und hier nochmal ganz kurz. Es ist ein extrem stabiles, starres Band. Also es eignet sich sehr gut für Krafttraining und je enger man bei den Sachen zusammengeht, desto schwieriger wird es natürlich, desto mehr Kraft muss man aufwenden. Und ich zeige euch jetzt einfach nochmal vier Übungen, eine für die Brust, eine für den Rücken und zwei Übungen für die Arme, wie ihr eben allein mit diesem Band ein Krafttraining durchführen könnt. Wir fangen an mit der Rückenübung heute und zwar gehe ich jetzt dazu hier einmal rein und macht damit jetzt Klimmzüge. Dazu bräuchtet ihr jetzt natürlich noch irgendwo einen Fixpunkt, eine Stange. Und ich fange jetzt einfach mal an. Der Vorteil von diesem Band ist, dass es jetzt euch bei der Übung unterstützt. Das heißt, die Klimmzüge werden etwas einfacher und ihr könnt da mehr davon durchführen. Gerade für Anfänger sehr gut, dass sie eben einfach mehr Wiederholungen ausführen können, die Belastung nicht ganz so groß ist auf der Muskulatur und so eben das Verletzungsrisiko minimiert wird. Nächste Übung, also ihr seht schon, ich verändere die Position des Voltgebandes heute nicht. Nächste Übung wären jetzt einfach Überzüge, das kennt ihr schon von den Kurzhanteln oder Langhanteln, je nachdem, wie ihr es gerne ausführt. Ich baue jetzt erstmal hier eine Grundspannung auf und jetzt gehe ich einfach mit gestreckten Armen hier nach vorne. Wenn die Kamera kurz mal vor mich geht, dann seht ihr auch wirklich schön, wie bei der Übung die Brust kontrahiert. Sieht man richtig schön die Rille zwischen den Brustmuskeln. So. Nächste Übung wäre jetzt wieder was für den Trizeps. Und zwar schnappe ich mir jetzt hier das Band entweder so einhändig oder eben wie ihr es gerne ausführt und gehe jetzt einfach hier mit nach vorne, schaut, dass der Ellenbogen immer auf Schulterhöhe bleibt. Und auch diese Übung wird sehr schnell anstrengend, je nachdem, wie weit man vorne geht, wie die Vorspannung des Bandes ist. Letzte Übung, jetzt quasi das Pendant zu der Trizepsübung, einfach jetzt den Bizeps, wieder stabile Ausgangsposition und hin zum Körper ziehen. Immer das Band auf Spannung halten. Jetzt habe ich mir gerade vorgestellt, das Band reißt und fatzt mir voll ins Gesicht. Das wäre für euch ganz witzig, für mich nicht so, aber wir haben wirklich das Band extrem stabil hergestellt und da reißt so leicht nichts. Auch hier wieder schaut, dass der Ellenbogen immer auf Schulterhöhe bleibt, immer Spannung auf der Muskulatur. Und jetzt je nachdem, wie stark ihr das Band spannt, da könnt ihr die gleichen Wiederholungszahlen wie bei eurem normalen Krafttraining machen, aber ihr müsst dafür nicht mal aus eurem Zimmer gehen. Auch nur dieses Band und eben irgendeinen Fixpunkt an der Decke. Das kann einfach ein Haken in der Decke sein. Und das war's schon. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich pack's jetzt nach Hause. Gebt mir noch einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Und abonniert meinen Channel. Schaut auch mal auf meine Seite bei Facebook, Schneller Schwimmen. Und
Ansonsten sehen wir uns wieder im nächsten Video. Bis bald. Ciao, ciao.